Zuschauer, wir dürfen uns heute auf die Gruppe Amakot freuen. Ich sage nur Holger, Robert, Daniel, Wolfram und Frank, die noch ein bisschen Sendepause haben. Zu denen kommen wir dann später. Aber schön, dass wir erst mal reden dürfen. Hallo. Hallo. Ach so, habt ihr doch schon gesprochen. Okay, wie geht's euch? Ihr seid ganz viel unterwegs. Wie geht's euch zurzeit? Wir haben tatsächlich momentan sehr viel zu tun. Also der Frühling und Herbst sind so die Hochzeiten und viele Projekte sind vorzubereiten oder stehen kurz vor der Premiere und das Festival ist auch bald wieder und da gibt es viel zur gleichen Zeit zu tun und da müssen wir möglichst fit bleiben, aber uns geht es eigentlich ganz gut. Wie haltet ihr euch fit? Bist du der richtige Ansprechpartner dafür? Sport. Viel trinken. Wasser nehme ich an. Lass ich offen. Ja, ansonsten immer mal an die Luft gehen, gesund essen, aber auch reichlich essen, dass der Körper genug Energie hat. Du trägst jetzt schön euer Image nach außen. Ne? Ihr habt ja so ein bisschen so diesen das Schwiegersohn-Image, kann man sagen. Er ist ja immer sehr schnieke. Er muss das, ne? Wenn man das so beobachtet. Also, wirklich? Ja. Wir müssen das aufs Entschiedenste zurückgrüßen, oder? Habe ich gesehen. Ich habe eure Bilder gesehen. Ich habe es auch schon mal gehört. Wir sind da wahrscheinlich auch nicht ganz unschuldig dran. Wir werden das heute aufklären. Das heißt? Es wird ganz schlimm. Nein! Außerdem muss Robert auch noch für die Schwiegermütter, für die Nächsten, für die Potenziellen ein wirklich gutes Bild machen. Wir dürfen uns eigentlich schon so benehmen, wie wir wirklich sind. Wieso? Wir, die wir die Schwiegermütter gefunden haben, meinst du? Und die zugehörigen Töchter. Du bist ja eigentlich noch gar nicht so lange dabei, aber offensichtlich auch so ein bisschen der Jüngste, nehme ich an. Ich hoffe, man sieht es noch. Ist das so ertragbar für dich? Nicht immer, aber doch meistens. Nein, Spaß beiseite. Also es macht viel Spaß. Und die kleinen Frotzeleien gehören halt einfach dazu. Das war schon im Chor damals so und ich glaube, deswegen kommen wir auch ganz gut miteinander aus, weil wir alle so ein bisschen den gleichen Sinn für Humor teilen und das ist eine ganz gute Grundlage, glaube ich. Das heißt, wenn du sagst im Chor, das war im Chor damals schon so, was sind denn so die Frotzeleien? Naja, also dass man jetzt immer mal einen lockeren Spruch gegenüber jemandem anderen rauslässt, das ist schon okay. So zum Beispiel Körpergröße, das sieht man jetzt im Sitzen nicht so ganz, ne? Aber ich glaube, da hat der kleine Robert... Also der Robert hat da viel einstecken müssen. Aber es gibt mittlerweile Schuhe mit Plateau, ne? So als Tipp. Ja, genau. Die benutze ich auch im Konzert, damit ich überhaupt das Pult erreiche. Du, das mache ich auch ganz oft, wenn ich an einem großen Tresen stehe. Stelle ich mich auf Zehenspitzen hin, obwohl ich schon Absatzschuhe habe, damit ich drüber schauen kann. So, nee. Trotzdem, ihr seid ganz viel unterwegs, ihr erlebt ganz viel. Und dann fragt man sich natürlich immer, das eigentlich ist ja schon wie so eine Ehe, die ihr da führt, ne? Bloß eben zu fünft. Was sind denn so die Highlights, die ihr euch da immer so stellen müsst? Der Hochzeitstag ist wichtig. 1992. Den sollte man nicht vergessen. Genau. Das ist jetzt bald Silberhochzeit. Ne? Ja, tatsächlich. Oder? Ja, Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Das merke ich schon. Ja. Ja, also das ist ein gutes Stichwort. Also es bleibt nicht aus, dass wir auch viel reden. Manchmal besteht jede Probe anteilig so aus mehr als der Hälfte über das Stück zu reden oder andere Dinge. Wir nennen es dann immer so Sozialscheiß. Das ist wichtig. Also ich habe jetzt mal gelesen, man muss tratschen, um sozial gesund zu sein. Es ist so. Stimmt. Und man fühlt es wirklich wohl. Nee, es war keine Frauenzeitschrift, es war irgendwas anderes. Aber jedenfalls, man merkt ja jetzt schon. ist das irgendeine, keine Ahnung. Aber das ist bei uns natürlich genauso. Aber jetzt auch im ernsthaften Sinne, je mehr man sich miteinander verständigt, weiß man natürlich auch, wie der andere tickt, was der denkt, was der vorhat. Da gibt es dann keine Einzelgänge oder so. Also das schweißt natürlich auch irgendwie zusammen. Und über die Humorschiene klappt das eigentlich auch immer ganz gut, dass man sich dann wieder einfängt oder eine Situation auflockert, sich das Warten verkürzt und Verschiedenes. Das ist schon wichtig. Ich habe ja eure Bilder aus dem Tourbus gesehen und da habe ich auch sehr schmunzeln müssen. Ihr seid ja aber auch für Selfies ganz oft zu haben, oder? So, dass ihr mal hier schicke Bilder macht oder den anderen. Es gab fotografiert in einer ungünstigen Situation, lass es mich so formulieren. Und es gab ein Bild, da habt ihr zu fünft, das möchte ich erklärt haben, jeder auf einer Toilette gesessen und das nebeneinander. Wollt ihr mir das erklären? Ich reiche weiter an Daniel. Der Daniel bricht nämlich heute auf. Ich war dabei, war es meine Idee? Ich glaube nicht, nee. Das war ja in den weiten Amerikas und dort gab es eine College-Toilette
ohne Trennwand. Und es waren dort 5 Becken aufgereiht und wir 5 Herren sahen und ergriffen die Chance. In der Chronik ist es tatsächlich einzusehen für alle. Ja. Ne? Geheimnisse werden angerissen, aber nicht bis zum letzten offenbart. Es ist auch ein Schuss Inspiration dabei. Wir wollten uns mal so fühlen wie im alten Rom, wo man ja wirklich, da war das ein wichtiger sozialer Ort. Ja? Da hat man hochpolitische Gespräche miteinander geführt. Ja? Und ja, daher kommt das. Ja, auch. Nee, und das war natürlich alles für die beste historische Aufführungspraxis gedacht, damit wir uns da hineinversetzen können. Und deswegen ergreifen wir jede Chance, weil hinter jedem Ding an sich steckt mehr als das Ding an sich. Ich komme heute nicht durch die Sendung. So. Ich lache mich schon vorher. Was wäre denn dein Statement dazu noch? Oder? Ich war glücklicherweise nicht dabei, aber es war bestimmt sehr lustig. Ja, es sah ja sehr lustig aus, das Bild. Ja. Ach ja, stimmt, ja. Entschuldige. Aber ihr habt ja so einige Highlights mit Thomas Gottschalk, habt ihr euch auch fotografieren lassen, da habe ich auch sehr geschmunzelt, auch über die Überschrift. Wer sich schon immer mal mit uns fotografieren lassen wollte, wer war jetzt da, wer hat um das Foto gebeten? Natürlich er. Thomas war das. Der wollte uns schon immer mal in Wetten, dass haben und es hat nie geklappt. Und dann hat er die Prinzen dann genommen, die Prinzen und Humanerchor, die konnten dann und... Ja, jetzt gibt es die Sendung leider nicht mehr. Zu Lanz wäre man dann nicht mehr gekommen. Aber Thomas, vielleicht rufst du noch mal an. Ihr wart ja nun auch, hatte ich ja gerade gesagt, oder habt ihr auch selber gerade gesagt, in den Staaten unterwegs. Was hatten euch da, Staaten sind schon so ein bisschen special, sage ich mal. Was hatten euch da am meisten beeindruckt? Das kann man so und so sehen. Also positiv die Weite des Landes und auch das Spektrum der Menschen, die man dort trifft, die zum Teil offen sind, zum Teil nicht so offen und auch die verschiedenen politischen Ansichten. Und negativ war sehr beeindruckend, dort in so eine Einkaufsmall zu gehen und dort als erstes die durchgestrichene Waffe an der Tür zu sehen. Das fand ich irgendwie schon recht eindruckerweckend. Daniel schwelgt in Erinnerung. Ja, tatsächlich. Das ist irgendwie, es ist lang her, dass es so das gute alte Amerika war und ich denke so an die 30 Touren, die wir so gemacht haben, durchs halbe Land. Wir haben eigentlich alles gesehen, was wir sehen wollten. Mal gucken, wann wir wieder hinfahren. Ja, es ist eigentlich so ein bisschen schade, wie sich die Welt entwickelt, aber wir können vielleicht ein bisschen was tun mit unserem Singen, mit unserem Humor, mit unserem Kommunizieren, Leute zu erreichen. Ich glaube, da darf man nicht aufhören. Wenn man das so dem Selbstlauf dann überlässt, dann wird es auf jeden Fall nicht besser. Also weitermachen, guten Mutes sein. Und mit und engagieren. Erhobenem Haupt durch die Welt gehen. Oh, da weiß ich jetzt überhaupt nicht, wie ich abmoderieren soll in die Pause. Das war so ein schönes Statement. Wir müssen trotzdem eine ganz, ganz kurze Pause machen. Ihr seid wahnsinnig engagiert und jetzt wechseln wir durch. Wolfram, der schon hinten immer mal mitgesprochen hat. Und Frank, der immer so ein bisschen dezent schüchtern ist, denn eigentlich steht er nicht so gerne im Mittelpunkt. Zurück und jetzt an meiner Seite sind Wolfram, Robert und Frank, der nicht so gerne im Mittelpunkt steht. Entschuldige, ich muss dich damit ärgern. Warum eigentlich nicht? Weil er die ganze Zeit im Mittelpunkt steht. Genau. Bei uns. Jedes Mal in der Mitte. Du versuchst ihn jetzt zu retten, oder? Er hat es aber auf den Punkt gebracht. Nee, also gibt es ja immer noch Unterschiede. Ne? Also man steht zwar auf der Bühne, aber dann gibt es ja immer noch die und die und die. Und der waren, entschuldige, und wer waren jetzt die? Wer waren jetzt die dritten, die? Naja, also die, die gerne vorne an der Bühne, als Rampensau an der Bühne stehen. Dann gibt es noch die, die... Mitte? So mittelig. Und dann genau, die... Mittelpunkt, ja. Und dann gibt es noch die, die gerne ganz hinten. Zaungäste. Ihr beiden seid seit Anfang an auch dabei. Wenn ihr nicht so ganz...
Nein. Ich bin 3 Jahre später gekommen, aber... Naja, so fast, komm, also bei 25 so fast Jahren. Und also, als ich dabei war, dann ging es eigentlich erst richtig los. Aber ich bin wahrscheinlich der Älteste. Schuld, dass du dabei bist. So ist es. Also schuld im Sinne von, ich war... Er hat mich angesprochen, also er hat gesagt, komm doch mal mit. Und dann habe ich gesagt, ich dachte na ja, mir, der könnte vielleicht... Der könnte vielleicht was du helfen. Hast du es mal bereut zwischendurch? Ja, ständig, dauernd. Aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Ja. Was zeichnet eure Freundschaft so aus? Das machen wir jetzt hier nicht öffentlich. Das machen wir nicht öffentlich. Nee, Mann. Gewohnheit. Bleibt doch nicht aus. Nein, alles gut. Aber wenn ihr euch so gerade, ne, du bist ja, dann bist du seit Anfang an dabei, du seit 3 Jahren später, du jetzt erst seit 2012. 13. Seit 12 war es schon. Genau. Hättest du erwartet, dass sich das so entwickelt für dich, jetzt aus der Perspektive, wo ihr angefangen habt? Für mich? Hm? Nee. Nee, weil... Das liegt daran, dass er keine Erwartungen hatte. Das ja, ist manchmal also, nicht verkehrt. Ja, eben. Also das war ja am Anfang mehr oder weniger ein Hobby. Also wir haben das aus Spaß gemacht, einfach weil wir weiter singen wollten nach dem Chor. Und was da mal draus werden würde, war nicht abzusehen. Also klar, wollten wir irgendwie auch ein gewisses Niveau erreichen. Deswegen haben wir ihn dann auch dazu geholt noch, um jetzt auch mal was Positives über ihn zu sagen. Was Ernsthaftes, das war wirklich ernst gemeint. Und ja, und wir haben versucht, ernsthaft zu proben und voranzukommen und haben eben auch diverse Wettbewerbe besucht und so weiter. Und ja, wir hatten kein konkretes Ziel. Wir haben einfach versucht, an uns zu arbeiten und irgendwann kam die Frage auf, na, was wollt ihr denn jetzt? Wie soll das jetzt weitergehen? Und ja. Na, der Punkt ist ja dann auch, man kann ja dann auch davon leben. Ne? Also als Musiker ist es ja nun immer nicht so einfach, das darf man ruhig auch sagen. Aber dass man dann auch jetzt so erfolgreich, ihr wart in über 50 Ländern unterwegs, dass man, deswegen darf man das auch sagen, also auch stolz sein, finde ich, was man da geschafft hat. Ich weiß gar nicht, ob ihr das euch selbst manchmal so klar ist oder ob ihr einfach so beschäftigt miteinander seid. Nee, das hält einen aber auch so ein bisschen, wir halten uns gegenseitig so ein bisschen auf dem Boden, weil wir eigentlich nie fertig sind. Also wir haben so viele, jetzt mal wirklich ernsthaft, wir haben so viele Ideen und so viele Konzepte im Kopf, was wir alles noch machen wollen. Dann gehe ich einmal hier um die Ecke in die Bibliothek und stehe vor diesem Riesenregal mit Gesamtausgaben aus der Renaissancezeit und weiß einfach nicht, wo du anfangen sollst. Ja, du hast so viel Lust, das alles mal zu singen. Insofern, wir halten uns da eigentlich ziemlich auf dem Boden der Realität, weil wir eigentlich noch viel zu viel zu tun haben und vor Augen. Wir baden uns dann nicht in unseren Erfolgen. Und wir sind eigentlich auch nie gut genug für die Erfolge, die wir erreicht haben. Wahnsinn, wenn man das hört, ne, wenn jemand das sagt, wenn man weiß, was sie natürlich auch leistet. Also ihr seid ja jetzt nicht, also ihr seid ja wirklich großartige Sänger. Aber an Pop habt ihr euch noch nie probiert, oder? Naja, so ein bisschen halt. Bisschen, aber nie so, dass man es zu hören bekommen hat. Doch, man hat es auch zu hören bekommen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir also die Hitparade hoch und runter durcharrangieren würden. Du bist so ein Diplomat. Was wäre dein Song, den du mir gerne mal performen würdest, aus dem Pop-Bereich? Wahrscheinlich irgendwas von Beatles. Hit me baby one more time. Wieso, entschuldige bitte, wie kommst du jetzt auf den Song? Das frage ich mich allerdings auch. Wirst du geschlagen, du Armer? Ja, aber nur jeden zweiten Mittwoch. Wieso nur jeden zweiten? Weil ihr da nur probt. In den ersten benehme ich mich meistens. Wie oft probt ihr eigentlich? Jeden Tag. Ganz? Tatsächlich? Jeden Tag. Wie viele Stunden? Das ist Arbeit. Also es ist tatsächlich unser Beruf, zu dem wir hingehen. Und dann, wenn wir Projekte vorhaben, ist es vielleicht mal ein bisschen dichter oder anders gelagert. Aber also wenn wir direkt was vor Augen haben, eine Premiere oder sowas. Ansonsten, ganz normale Arbeitswoche ist 5 Tage, 7 Stunden. Das ist ordentlich. Und repertoiremäßig, wer entscheidet da wie? Das finde ich auch mal spannend, gerade wenn so viele starke Charaktere aufeinanderprallen. Es sind keine starken Charaktere. Ach so, stimmt. Ja, wir sind alle ziemlich weich und deswegen geht das. Das ist auch mein Eindruck. Ja. Nee, deswegen brauchen wir auch die Zeit, weil eigentlich alles zusammen besprochen wird. Und da kommen wir eben wieder zur Kommunikation. Es gibt eigentlich kaum ein Thema, was die Gruppe betrifft, was
irgendjemand alleine entscheidet, eigentlich gibt es kein Thema. Und so ist es auch beim Repertoire. Das heißt, das, was wir singen, sucht vielleicht mal einer raus, um den anderen das ein bisschen schmackhaft zu machen. Aber dann wird es zusammen angesungen, zusammen diskutiert, ist das was für uns, können wir das machen? Und dann wird auch zusammen entschieden. Das ist vergleichsweise heilsam, also weil alle wirklich hinter einer Entscheidung stehen. Aber es macht es natürlich auch wirklich ziemlich zäh, zu großen Teilen. Weil es wird einfach sehr, ja, aber das... Aber auf der anderen Seite ist es eben wirklich auch wichtig, weil alle mit der Entscheidung am Ende leben und dahinter stehen. Und diese Entscheidung ist für uns als alle, die wir nach Norden wollen, ja, wir sind ja eingenordet, wir wollen nach oben immer weiter, es geht nur so. Und es funktioniert ja offensichtlich. Ja. Das kann man... Ich habe gerade... Der stille nicht Frank. Bei allen. Du bist heute gekürt als der stille Frank. Ich hab gerade mit jemandem gesprochen, wo es darum ging, vertragt euch und bleibt möglichst noch lange zusammen, wo ich dann darüber nachgedacht habe, also wenn irgendwas hätte schiefgehen können, groß schiefgehen können, jetzt mal zwischen uns Vieren, sage ich mal, dann wäre das schon passiert. Also wir hatten natürlich schon so die Einstellungen, also wo man einfach ein bisschen nachstellen muss. Und dann gibt es hier mal, dann entwickelt sich ja jeder auch individuell. Also jeder hat sein eigenes Umfeld und das ist schon wichtig, dass die Gruppe das irgendwie auch abfängt und immer ausbalanciert, dass das immer funktioniert, was die Balance angeht, weil eben jeder noch sein eigenes Lebensumfeld hat und dass wir uns da eben nicht zerrütten. Aber ich glaube, die Gefahr besteht insofern einfach nicht, weil wir alle aus dem gleichen Stall kommen und wir haben das alle wirklich gelernt, diesen Sozialscheiß. Das war schon. Der dann wahrscheinlich auch ausgiebig diskutiert wird. Ja, die Klos hatten allerdings Trennwände. Das beruhigt mich jetzt ein bisschen. Ja. Es gab mal einen Vergleich ganz groß in der Bild-Zeitung. Und zwar seid ihr mit den Prinzen verglichen worden. Die Prinzen versus Amarcord. Habt ihr das vorher gewusst, dass der Vergleich kommt oder wart ihr da etwas überrascht? Ja, es ist ein naheliegender Vergleich, weil wir beide aus dem Thomanerchor stammen. Insofern naheliegend und dann aber auch wieder nicht naheliegend, weil die machen Pop und wir machen Klassik, aber wir verstehen uns gut, wir sind gut befreundet. Wir sehen uns relativ regelmäßig, in größeren Abständen. Es gab ja auch mal ein Konzert, was ihr, glaube ich, zusammen gegeben habt. Auf dem Markt. Ja. Da stand ich noch im Publikum. Und hast du, ich möchte mitmachen. Genau. Robert ist einsam, schrecklich allein. Du hast, glaube ich, wirklich nicht einfach, oder? Und du bist ganz schön frech. So? Nein, nur geringfügig. Ja. Wir haben gesagt, wir testen euch mal, inwiefern, deswegen hatte ich auch vorhin so ein bisschen den Pop-Bereich anklingen lassen, inwiefern ihr musikalisch auch aufgestellt seid im Pop-Bereich. Frank. Pop. Mama Mia, Mama Mia. Mama Mia, let me go. Ich habe, hier gibt es zwei Songs. Oh Gott, ich will nicht schuld sein. Wer möchte schuld sein? Ja, ich. Ja, nehm mal an. Der Kleinste. Komm, wir müssen zusammenhalten. Ich würde gerne mal so eine Sache machen. Ja, vielleicht machen wir den. Ach, mit Text? Das ist na gut. Na klar. Ach, das habe ich vorhin. Das kriegen wir hin. Okay, das ist, wie geht das hier? Wie wird denn der Ton abgenommen? Mache ich irgendwas kaputt? Wenn ja, nee, mach's nicht kaputt. Your big disgrace, kicking on all over the place. We will rock you. Woo! Singing. We will rock you. Ey, sehr gut. Oder so. Hey. Wollt ihr wissen, was in dem anderen drin stand? Ja. Ich weiß was. Nee. Über Siebenbrücken musst du gehen. Ach so. Oh, das hat auch noch geklappt. Wollte? Irgendwie. Lieber nicht. Na gut, ihr habt es. Ja, bitte. Lieber ja, nee. Nein, doch, vielleicht oder nicht? Oder nee. Hinten, vorne, Mitte, oben, unten? Unten. Ich bin raus. Robert, du musst übernehmen. Herr Otzimek. Alle Hamster dieser Welt. Weil alle Hamster dieser Welt übereinander stehen, würde man bis zum Mond. Und was auch immer die Jungs über Hamster erzählen, wir sehen uns gleich wieder.
da sind wir wieder, an meiner Seite sind Wolfram, Daniel und Holger. Wir haben nochmal durchgetauscht. Daniel entspannt noch so ein bisschen. Ja, dann mal. Du wirkst immer sehr in dich gekehrt. Oder ist das nur hier so? Ich kehre immer mal, aber wischen ist besser. Aus mir gewischt, in mich gekehrt. Möchte ich das wissen, wie das ist, wenn du aus dir wischst? Ich glaube nicht. Wesentliche Beiträge jetzt. Zum sozialen Scheiß. Er versucht immer seriös zu wirken. Gelingt ihm meistens in der Öffentlichkeit. Offenbar, als angehender Bundespräsident. Wieso hat er Ambitionen? Weiß ich da noch was nicht? Bin ich da viel informiert? Naja, als es noch vakant war. Als es vakant war. Die vier anderen haben Ambitionen, mich zum Amt zu befördern. Weil wir dann dort öfter sehen können. Uns wieder. Ach so, das hat einfach diesen geschäftlichen Aspekt. Alles geschäftlich. Stimmt. Geschäftlich geht es ja bei euch immer voran. Ihr habt jetzt kürzlich eine neue CD auf den Markt gebracht. Was passiert jetzt noch bei euch aktuell? Na, gerade wirklich ganz kurzfristig steht eine Premiere eines Kinderprogramms an in der Schaubühne Lindenfels. Damit erfüllen wir uns eigentlich einen lang gehegten Wunsch, für die Kinder auch ein schönes Programm zu machen, ein rundes Programm. Und das ist auch sehr szenisch, also ist eine Menge Arbeit. Aber ich glaube, es lohnt sich, dass wir das machen. Und dann haben wir jetzt ein Passionskonzert, auch mit neuem Repertoire, was natürlich jetzt in die Zeit passt. Ja, dann kommt bald eine neue CD raus. Die ist quasi in der Postproduktion, also die wird gerade zu Ende geschnitten. Ja. Und da muss man auch natürlich, will man natürlich auch nicht alles dem Tonmeister überlassen. Da gibt es dann auch noch so die ein oder anderen Wünsche, wie was zu machen ist. Und natürlich müssen wir uns auch um das Booklet kümmern und so weiter. Also das sind gerade die drei akuten Dinge, glaube ich. Und dann kommt später noch ein bisschen mehr. Naja, neben Programmplanung natürlich für den Rest des Jahres und die kommenden Saisons haben wir dann auch noch ein Festival direkt vor der Türe quasi. Ja, genau. Ja, genau, richtig. Das stimmt. Und Reformation ist ja auch noch. Ne? Also hier 10 Jahre Schattenvorauswurf, Lutherdekade und so weiter, die geht jetzt zu Ende. Jetzt haben wir endlich 2017 und wir werden wahrscheinlich gleich 3 Programme machen, um uns dem zu widmen. Zu widmen, stimmt. Mhm. Beim Bachfest machen wir was mit Luther. Also der kann nicht, aber wir werden uns ihm widmen. Dann werden wir zum ersten Mal was mit Kalmus zusammen machen, der anderen Leipziger Formation neben den Prinzen und uns und vielen weiteren, hier nicht genannten. Da wird es ein gemeinsames Programm geben, erstmalig. Und im Herbst werden wir der 100-Jahr-Feier der Reformation seinerzeit gedenken, 1617. Da gab es Musik von Schütz. Was machst du? Und das wird auch nochmal sehr schön. Ach, es kommt noch was ganz Spannendes. Aber das andere ist. Warte kurz, Wolfram hatte ich gerade versucht rauszubringen, oder? Du hast ihn naja, ein bisschen nee, geärgert. Ja, seine Seriosität ein bisschen aufbrechen. Ach so, ja. Natürlich. Ich frage mich dann immer, wie schaffen die Programme noch? Aber es geht tatsächlich immer nur so. Also je ernster was ist, desto gefährlicher ist die Fallhöhe manchmal auf dem Konzert. Aber ich wollte noch sagen, wir tanzen auch dieses Jahr noch. Was macht ihr? Ja, wir sind bei der Euroszene eingeladen. Ihr seid dann für den Solo-Tanz mit nominiert? Holger. Nein, also zum Tanz gibt es ja auch Musik und wir dürfen, ich denke und hoffe auch, vorrangig für die Musik zuständig sein. Ein spannendes Projekt, die Malteser mit einer internationalen Company, auch tatsächlich mit Malteser Tänzern, glaube ich, von Irina Pauls inszeniert, choreografiert und das freut uns natürlich besonders, weil wir mit ihr schon vor vielen, vielen Jahren am Schauspiel Leipzig was zusammen gemacht haben und das hat jetzt noch, also da denkt glaube ich noch keiner von uns dran, aber das kommt dann auch schneller. Sie hatte gerade das 30-jährige Bühnenjubiläum, also 30 Jahre Erstinszenierung hat sie gerade zelebriert und da habe ich uns vertreten bei einer Retrospektive, einer kurzen also erstmal über das ganze Schaffen, aber was uns betraf, war Jedermann tanzt. Und das war Ende der 90er war das, ne? 97. Genau. Aber es ist schön, dass man solche Begegnungen hat. Ja. Also es ist was Besonderes. Da zehrt man wirklich davon. Ja. Also das bleibt, glaube ich, auch erhalten. Und da brauchen wir auch die Chronik nicht. Das ist natürlich irgendwie eine schöne Zusammenfassung. Dieses Buch, ne, was du schon angesprochen hast. Also es gab einen anderen Einblick, ne? Oder es gibt einen anderen Einblick so für euch. Aber man stellt selber fest, gerade so zu fünft im Kollektivgedächtnis, wie viel erhalten bleibt. Auch aus der Vor-Amakor-Zeit merken wir uns oder haben wir uns mehr Dinge gemerkt als unsere ehemaligen Klassenkameraden.
Und das ist irgendwie auch ein Teil von Identität natürlich. Daniel, das abschließende Wort? Nee, ach, da wird es wieder Staatstragen. Gottes Willen, nein. Was ich sagen wollte, ist, dass wir Irina Pauls wahnsinnig dankbar sind für die Erfahrung, die wir machen konnten als ehemalige Chorknaben, da so barfuß auf der Bühne zu stehen und uns die ersten Sporen auf den Brettern, die da die Welt bedeuten, ja, zu verdienen, geschenkt zu bekommen. Das war, glaube ich, eine ganz wichtige Emanzipation so vom Knabenchor. Sonst würden wir heute auch nicht hier sitzen. Ihr seid so sondern toll. Da hinten stehen. Oder echt, so. Ich liebe euch. Und ihr performt jetzt noch. Was ich performt auch, ihr? Ich auch. Ja. Was performt ihr? Ein Klassiker aus unserem Repertoire, passt ja jetzt zum Gespräch irgendwie auch. Und in diesen Zeiten auch das gute Deutschland zu zeigen, natürlich das gute Deutschland. Etwas auf Deutsch, es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Ein Volkslied. Klipp, klapp. Genau, klipp, klapp. Klipp, klapp. Das ist wichtig. Na ja. Liebe Zuschauer, jetzt performt noch mal Amakot für Sie. Ich verabschiede mich, lehne mich zurück. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und wenn Sie mögen, sehen wir uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin. Klippity, klappity, klippity, klappity, klippity, klippity, klappity, klippity, klippity, klappity, klippity, klappity, klippity, klappity, klippity, klappity, 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 der Bäcker am Brote und Kuchen rausbäckt, der stets allen Kindern besonders gut schmeckt. Wenn reichliche Körner das Ackerfeld regieren, schädelt er so sind wir wollen und leiden nicht wir mahnen das Korn zu dem kräftigen Brot und haben wir solches, so hat's keine Not. Klipp, klapp, 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 klapp